Es ist nicht einzigartig, das kann man nicht sagen, aber es ist was Besonderes, definitiv. Also es ist nicht so, das ist kein Standard. Und es ist auch so, dass gerade in der Klassik trifft man eigentlich sehr schnell auf Widerstände, weil viele Musiker wollen es gar nicht, ne? Und viele fühlen sich dadurch gestört oder, also es ist manchmal gar nicht so einfach so, ne? Aber gerade auch mit den Leinwänden jetzt, das ist schon nicht einzigartig, wie gesagt, aber doch was Besonderes. Jetzt? Okay. Kannst ein bisschen langsamer. Okay, Position 1 und jetzt. Ja, das hat sich eigentlich ganz gut ergeben, dadurch, dass ich schon früh, also musikalische Früherziehung hatte. Ich habe mit 5 Jahren angefangen, Geige zu spielen und mit 7 Klavier. Das heißt, das war schon immer mit dabei, dass ich halt klassische Instrumente gespielt habe. Und dann natürlich auch jahrelange Orchestererfahrung, Kammermusikerfahrung, als Solisterfahrung. Und dann sozusagen mit dem Studium wollte ich eigentlich eher in die Tonmeisterrichtung gehen. Das heißt, ich habe ein Studium angefangen an der Robert-Schumann-Hochschule. Das Studium heißt Musik und Medien und ist auch am Institut für Musik und Medien. Also man lernt viel Aufnahmetechnik und Bildtechnik, Filme drehen, aber auch Musiken schreiben in allen möglichen Bereichen. Also ob es jetzt halt für wirkliche Konzerte ist oder auch in dem Medienbereich. Und parallel dazu lernt man aber hat man noch die klassische Ausbildung an der Hochschule. Das heißt, man lernt das Instrument noch weiter. Das war bei mir Klavier, habe ich jetzt auch abgeschlossen. Und man hat dann trotzdem noch Formlehre, Partiturkunde. Dieser ganze musikalische Teil bleibt nicht aus. Und dadurch hat sich das sogar ergeben, irgendwie, dass ich eigentlich eher in der Tonrichtung war, Orchester aufgenommen habe, aber jetzt im Tonbereich. Und dann aber gleichzeitig immer mehr gedacht habe, ach, drehst du mal hier ein bisschen Film, machst mal ein bisschen Kamera und so. Und dann hatte ich irgendwann die Chance ergriffen, dass ich mal ein Konzert aufnehmen durfte als Regisseur. Und ja, seitdem mache ich das eigentlich regelmäßig. Das Ganze geschah damals in Absprache mit Professor Waffner. Das ist nämlich der Professor für Audio- und Videoproduktion, der im Prinzip diese ganzen Mehrkammerproduktionen immer leitet. Und in Absprache mit dem haben sie sich dann überlegt, ich könnte das doch machen, haben mich vorgeschlagen und das hörte sich für mich natürlich erstmal großartig an. Damals war es die Aussage, ein sehr gutes Orchester, junges Orchester, das viel ausprobieren möchte, das auch kein Problem damit hat, wenn Kameras auf der Bühne sind und so, wo man einfach kreativ mitspielen kann. Zusätzlich zu einem professionellen Videoteam, was ja in der Wirtschaft auch schon Filme dreht und so, was professionelle Kameraleute hat. Und dann noch Fingado GmbH und die Bauer Studios auf der anderen Seite, die den Ton gemacht haben, die ja auch gerade in unserer Branche schon sehr bekannt sind. So. Und das als Student da einzusteigen und die Regisseursleitung zu übernehmen, das hat sich für mich erstmal sehr großartig angehört. Natürlich dazu kommen noch die großartigen Solisten, die ihr immer bei den Konzerten dabei habt. Streicher. Zwei brennt. Nee. Den Dirigenten mit in die Mitte setzen, Matti. Genau. Und ein bisschen reinfahren. Wir machen jetzt mal Dirigent und Streicher Haltner. Die Shelly verschwinden schon wieder. Position 11 und... Die haben sich Sachen von mir angeguckt, Konzerte, die ich bereits aufgenommen habe. Und dann habe ich denen erklärt, wie wird das Ganze ablaufen, wann müsste ich anfangen mit der Arbeit, wo würde ich die Kameras gerne hinstellen. Wir sind dann auch in den Saal gegangen, haben uns das direkt angeguckt. Es gibt Schnittlisten, ich brauche Partituren, was brauche ich noch? Ich brauche zum Beispiel eine Regieassistentin, einen Regieassistent, was man bis dahin auch noch nicht wusste. Genau. Nochmal halt die Schnitte anzugucken zu den Partituren. Stimmt das auch wirklich? Die ganze Arbeit, die ich gemacht habe, die ist schon gelaufen. Was ich jetzt mache, ist sozusagen dann alles die Kameraleute dirigieren und den Bildmischer dirigieren nach Anweisungen, die ich bereits geschrieben habe auf meiner Schnittliste. Aber ich muss die Bilder zueinander bewerten. Also es reicht nicht nur, dass die Schnittlisten jetzt befolgt werden. Die Schnittlisten werden ja von der Regieassistentin, was ein sehr wichtiger Part ist, einfach angesagt. Jeder Schnitt wird immer angesagt. Aber es reicht nicht nur, dass wir befolgen, was auf der Liste steht, sondern
Es gehört auch dazu, dass ich dann die Bilder zueinander bewerte. Dass ich beispielsweise merke, oh, die ersten Geigen sind jetzt doch, werden sehr nah gezeigt. Wenn der Umschnitt ist und die Blende, dann müssen wir die Flöten so und so setzen, damit das einfach gut zueinander aussieht. Das heißt, ich gebe dann Anweisungen über eine Intercom, heißt das? Ein Audiosystem, womit ich dann mit den Kameraleuten kommuniziere, sage ich, bitte geh näher ran, bitte schwenk, bitte etwas schneller, bitte nicht ganz so schnell, so, und versuche dann sozusagen die Kontrolle über alles zu behalten. Das Team ist was mich stärkt, weil ich weiß, ich habe ein sehr gutes Team hinter mir. Ich kann mich auf die komplett verlassen. Das ist wichtig, von den einzelnen Kameraleuten über den Bildmischer, über Regieassistenten oder auch den technischen Leiter, den Jonathan Lang, der das mittlerweile so selber in der Hand hat, dass ich mich um nichts mehr kümmern muss. Ich weiß einfach, da kann ich mich komplett drauf verlassen. Das ist eine große Hilfe. Deswegen weiß ich auch, es kann gar nicht viel schief gehen. So, einfach weil das Team mich stärkt. Es gibt doch schon jedes Mal Nervenkitzel. Auch wenn mittlerweile schon etwas Routine da ist, es ist doch sehr stressig, aber positiver Stress. Also es ist auch so, dass dieser Stress viel Spaß bringt. Die Wochen vorher sind einfach sehr anstrengend, das gehört dazu. Da hat sich die Routine bei mir noch nicht ganz eingestellt, aber die Nächte sind sehr kurz, zusätzlich zu anderen Arbeiten, die man natürlich noch machen muss. Es ist viel Koordination, viel Teamarbeit, was sehr viel Spaß bringt. Und ja, das hält mich auf Trab.